Sehnsüchtige Songs mit eingängigen Melodien und die bekannte Stimme von Morten Harkett. Bei ihrem Comeback mit Cast in Steel machen A-ha genau die Popmusik, die man von ihnen gewohnt ist. Das Warten hat ein Ende. Nach 5 Jahren Pause melden sich Iron Maiden mit ihrem 16. Studioalbum zurück. Und The Book of Souls ist eines ihrer besten. Auch nach so vielen Jahren wissen die Briten noch immer, was Maiden-Fans hören wollen. Ironie muss gelernt sein und normalerweise würde man dies ja von Fettes Brot erwarten können. Aber Teenager vom Mars steckt voller Zoten, die den Abstieg der drei Hamburger Rapper dokumentieren. Schon wieder ein Wise Guys Album? Achterbahn ist kein Jahr alt und schon kommt mit Läuft bei euch das nächste. Egal, denn die Kölner Vokal-Pop-Band verschiebt ihren Blickwinkel von persönliche auf gesellschaftliche Themen. Da hört man gerne zu. Ihr seid die